Vielleicht so ein, was weiß ich nicht was, ein Riesenoktopus. Ja, und ihr dürft aufsteigen. Ist ja gut. Was? Meine Wieso? Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Super, und die Kinder stecken wir ins Heim. Registriere neues Fahrzeug. Yay, mein Frachtschiff. Das ist, halt, du bleibst da. Wir brauchen hier drüben, um mehr Energie bereitstellen zu können, tun. Was können wir dann? Können wir dann hier schon bei meinen Lieblingsfuzzis können wir... Ja, wir sind noch nicht so weit, dass wir irgendwelche Solaranlagen bauen können. Aber wir sollten auch mit denen ein recht hohes Energieniveau erreichen. Nicht ganz so hoch, wie ich es gerne hätte, aber es sollte möglich sein. Und was haben die Techs hier drauf? Gut, die können immerhin Gezeitenkraftwerke bauen, aber die brauchen wir dann für die Unterwasserproduktion. Weil wir gehen ja jetzt unter Wasser arbeiten, wenn wir dann unter Wasser mal was finden. Such mal fein. Such nach Inseln. Such! Ja, such, Krake! Ja, such, bitte eine feine Krake! Weil hier ist es nämlich mehr so tote Hose. Okay, das bedeutet, wir haben hier im Lager nichts außer ein bisschen Holz. Und das war's den auch schon. Ach, guck, nee, das ist alles auf maximalem Kontur. Wir bauen den Kontur mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Das Gebäude ist ausgebaut, das ist sehr schön. Und dann ein Frachtlager... Kann hier hin und dann... Energieversorgung mangelhaft. Schnauze. Und dann packen wir so lange hier an die Ecken, links und rechts, ein Energiekraftwerk. Erstmal. So, wo ist jetzt mein Frachti? Halt. Was hab ich dem... Nein, böses Schiff. Bleib da. So ist brav. So, es ist mein Frachtschiff. Von dem hole ich jetzt erstmal nochmal von hier, weil wir haben ja hier so viel Zeug übrig. Moment. Und wir brauchen für... Hierfür brauchen wir Glas. Okay, also holen wir hier lieber Glas. Von da drüben. Schön vollpacken, alles super. Und jetzt wird hier rüber geschifft. Auf! Achtung, Produktionsstillstand. Produktion steht still, schön. Es wird sich hier nochmal eine Unterwasserinsel hier finden lassen, anscheinend nirgendwo. Such die Unterwasserinsel. Such die. Vielleicht ist hier oben eine. Ich lasse mal da oben hinschauen. Ist ja auch nicht... Spiel gespeichert. Dankeschön. Ist ja auch nicht wie in der Nähe von Father oder so, dass das irgendwie gefährlich wäre. Ja, wo bleibst du denn? Halt, ich wollte nicht auf Pause drücken. Ich wollte hier drauf. Brumm, brumm. Los. Und dich. Voll aufgefahren. Dann können wir hier schon mal, das ist dann suboptimal, weil ich ja vorher so dumm war, die anderen Sachen dahin zu bauen. Das muss aber ganz knapp so, dass wir möglichst viele hierhin schon mal packen können. Und ihr könnt wieder weg. Tut mir sehr leid, ich habe euch die Leiter hingebaut, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Damit steigt das Energieniveau da schon mal. Und hier können wir auch so ein Teil hinpacken. Das gibt auch schon mal mehr Power. Oh, wir haben was verkauft. Das ist gut. Wir sind hier bei 96. Und wir verdienen kein Geld mehr. Oh mein Gott. Könnt ihr mal anfangen, besser Zeug zu zahlen? Warum zahlt ihr nicht? Ich bin geldgeil. Gib mir mehr Kohle. Ihr könnt auch mal mehr zahlen. Sehe ich gar nicht ein hier. Wir zahlen alle genug. Naja, wir haben wir irgendwie mehr Steuern zahlen lassen, indem wir hier diese Komplexe dafür benutzen. Ja, hier zahlen schon mehr Steuern. Upgrade-Kosten, reduziert die Upgrade-Kosten. Ja, könnt mich mal echt. Bedürfnisse nach Lifestyle-Produkten wird gesenkt. Dann müssen wir eben wir hier mehr Wohnhäuser bauen. Aber ob die dann auch damit glücklich sind, weiß ich nicht. Hallo, Techs. Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Ich müsste ja eigentlich unter Wasser eher was finden. Aber ich finde hier nichts unter Wasser, um den irgendwelche Teeplantagen zu machen. Na gut, wir sollen ja eigentlich eh das Energieniveau erhöhen. Aber es gefällt mir nicht, dass das Geld... Warentransport auf Handelsroute. Negativ. Keine schweren Waffen. Oh. Was, Tycoon-Angestellte? Heute habe ich eine Standpauke vom Chef bekommen. Das hebt die Laune was. Mhm.
Wie sieht's mit euch mit dem Aufstieg aus? Ihr seid, also die Stadt ist auf jeden Fall voll, ne? So ist nicht. Ihr haltet eigentlich alles, was ihr braucht zum Aufsteigen. Aber nicht ganz. Aber die Stadt ist definitiv vollgebaut. Nur hier drüben ist die Stadt noch nicht vollgebaut. Ich finde die Musik ja von Anno immer sehr schön. Was ist das denn hier für ein kleiner Knups? Hm, mach ich so. Falsches Gebäude. Nein, nein! Ich brauche Häuser. Packen wir jetzt mal hier in die Reihe hin. Ich bin schon wieder so ungeübt, was Anno angeht, weil ich einfach schon so lange nicht mehr gespielt habe. Was kostet denn jetzt so viel Geld? Hier drüben, oder was? Meine Frau hat endlich auch einen Job. Zahlt gefälligst mehr. Alles leichter. Was kostet denn so viel Kohle? Das verstehe ich nicht. Also Fisch haben wir eigentlich jetzt genug. Ich könnte vielleicht ein bisschen ein paar Kudder abreißen. Kosten ja auch Geld, nie. Wenn ich genügend von denen habe, könnte ich da vielleicht auch einen abreißen. Ich frag mich, was so viel Kohle kostet. Ehrlich. Also wir haben genügend Basalt. Wieso holt ihr die dann nicht ab hier, wenn das so ganz voll ist, ist noch nicht. Was kostet mich dann gerade so viel Kohle? Achso, ich habe ja die Viecher hier aufsteigen lassen. Wieso seid ihr mit Getränken so unzufrieden? Ja, da kommen sie doch wieder, die Getränke. Achtung, Produktionsstillstand. Wieder mehr zahlen, aber ihr... Warum soll ich mich beklagen? Bringt ohnehin nichts. Echt mal. Es bringt dich nichts. Wo stellt ihr denn die Spirituosen her? Hier wird Weizen hergestellt. Und Reis. Und hier werden die Spirituosen hergestellt. Sieht immer noch so aus, als wäre hier so eine halbe Ölpest. Oh, hier ist immer noch Ölpest. Warum ist hier noch Ölpest? Kann sich mal jemand um die Ölpest kümmern? Scheiße. Wir haben nicht zufällig irgendwo noch im Inventar etwas, womit wir uns um die Ölpest kümmern können. Klar, dann wird das Essen da natürlich knapp. Kann man bei Ihnen was kaufen gegen Ölpest? Nee. Aber wenn wir hier das Forschungslabor anschließen, könnten wir im Forschungslabor was dagegen... gegen die Ölpest. Das ist... Och Mann, Ölpest. Deswegen läuft es so schlecht mit der Produktion. Eine hier beheimatete Quallenart hat sich erstaunlich schnell an die veränderten Lebensbedingungen angepasst. Mhm. Ich würde gern mehr über sie erfahren. Hey! Hey! Gibt's was gegen Ölpest bei dir? Nein, Saatgutobst wird verkauft. Sofortiger Ölsetzer wird verkauft. Ermöglicht eine verschmutzte Küste zu säubern. Fuck yeah. Schneller hin! Los, ich brauch das! Ich brauch das. Gib mich. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja, ich hab was gefunden. Eden Initiative handelt immer fair. Oh, Gott sei Dank. Danke, Eden Initiative. Sieh mal an, wer da kommt. Ich fahr doch gerade wieder, Jana. Lass mich. Oh, Gott sei Dank. Wir haben auch wieder genügend Spirituosen. Ökobilanz. Werte steigen. Yay! Handelsroute ineffizient. Jetzt lass doch meine schweren Waffen. Verfügbar. Weil hier keine schweren Waffen sind, oder was? Was habt ihr denn für Probleme? Oh, wir müssen uns mal die Handelsrouten angucken. Stahl. Was ist das für eine Insel? Das ist Alesta. Da wird Stahl abgeliefert und Stahl hierhin geliefert. Die könnten wir eigentlich mal einschläfern, weil die brauchen... Das brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Schwere Waffen gibt es halt im Moment nicht. Sind halt leider ausverkauft. Was steht... Da ist doch gar keine Quest. Lass mich. Und was baut ihr hier? Stahl-Dingsbumse. Aber das ist gerade im Schlafen, der Prozess. Ich verstehe. Also ihr baut jetzt da gerade erstmal nur Eisen und macht Barren. Gut. Und ihr habt dann die Eisenbarren, die ihr dort hergestellt habt... Hier werden die eingeladen und da werden die ausgeladen. Ach nee, kannst du ruhig weitermachen. Mehr Stahl kann man immer gebrauchen. Nee, nee, dann darf die Handelsroute ruhig weiterarbeiten. So, hier ist wieder die Ökobilanz. Schön, das ist gut. Wo
überhaupt dazu kommen, irgendwo was zu basteln oder Energiesubstanzen zu steigern. Jetzt sind wir erstmal hier nur am Bilanz ausbasteln. Ist ja furchtbar. So, aber bei euch geht's so ganz gut. Könnte natürlich besser sein. Hm, Getränke. Was wollten ihr für Getränke haben? Funktionsdrinks. Und wegen macht man Funktionsdrinks? Wo wolltet ihr herhaben? Aus Zucker und Kaffee. Kaffee kann man hier anpflanzen, Zucker aber nicht. Kann man hier irgendwo Zucker? Ey, hast du Zucker für mich? Ne, brauch ich nicht. Brauch Zucker. Ich brauch... Achtung. Produktionsstillstand. Ich brauch Zucker. Ich brauch Zucker. Gib mir Zucker. Nein, ich will keine Bananen. Ich will keine Bananen. Kaufe ich woanders was. Du hast ja nichts für mich, verdammter Mist. Hast du Zucker? Nach Vaters Rundumschlag wurde hier einiges überflutet. Sehen Sie sich die versunkenen Areale einmal an. Vielleicht findet sich noch etwas Nützliches darin. Das habe ich ja gerade die ganze Zeit gemacht. Der Vorstand hat ein Auge auf Sie. Ey. Zucker? Zucker! Niemand will mir Zucker geben. Gib doch mal dem Äffchen Zucker. Na okay, was sollen wir tun? Wir sollen einmal scannen Sie die markierten Regionen. Wie scanne ich die denn? Ach so, mit meinem Scout-Drohnen. Und da soll ich auch markierte... Die sind ja ganz in der Nähe, dann scannen wir die mal. Seltene Quallen und so ein Zeug. Hier soll ich hin, okay. Und Scan-Vorgang läuft. Ja, spannend. Hallo, Wahl. Der Vorstand wird sehr erfreut sein. Sehr schön. Und dann soll ich die Quallen hier scannen? Ach, dahin soll ich? Okay. Wow, giftige grüne Killerquallen. Super, da wollte ich immer schon mal hin. Guck mal, hier unterrichten wir Unterwasserplateau. Ach, doch nicht. Und? Super, wir haben Quallen fotografiert. Dann gehe ich nochmal hier in die Nähe. Da soll ich auch forschen unter Wasser. Okay. Sicher? Oh, hier ist ein Schiff unter Wasser. Oder? Nee, das ist über Wasser. Aber hier stand irgendwas von... Ich sollte hier auch scannen. Naja, vielleicht soll ich auch einfach nur zu ihr zurück dann. Der Weg da ist weiter, dann fahren wir nach dahin. Handelsroute ineffizient. Jaha. Keine Waren verfügbar. Jaha. Ach, guck mal, hier können wir Unterwasserplateau anlegen. Das ist schon mal was. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Mhm. Oh, Killerwale. Und dann als nächstes nach da oben. Aber ich möchte jetzt noch kein Unterwasserkontor anlegen. Das kommt dann erst. Lokalisiere Insel. Hier haben wir ebenfalls eine gefunden. Wow, die ist viel größer. Vielleicht finden wir aber eine bessere noch irgendwo. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe ordentlich Geld von Ihnen gekriegt. Da freue ich mich. So, wir sind also durch mit ihm. Dann müssen wir nur noch hier hin. Und da unten ist auch noch was. Ah, hier sind die Kowalskis. Hallo, Kowalskis. Das hätten wir schon mal hingekriegt. Und die nächsten Quallen sind dann da. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann auch mal Zucker dafür. Wir bräuchten jetzt dringend Zucker. Achtung, die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Ein Spezialauftrag? Ist nicht wahr. Lass mich raten, ich muss die Quallen auch zu ihr hinliefern, weil schon sie sonst zurück? Nichts damit machen. Ja? Alles erledigt? Ja? Nicht übel. Offshore-Umspannwerk. Was macht das? Erhöht die Produktion der Offshore-Windräder. Sind das für Offshore-Windräder? Yeah! Das ist gut. Das brauche ich nämlich.